Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei einem Spectrum Retreat. Wir sind bei der Aufgabe 9 von 10 angelangt. Das Ganze wird ja mittlerweile recht kompliziert. Ich glaube, es wird noch schlimmer mit 3 oder mit 4 oder 5 Farben. Jetzt haben wir ja 3 im Spiel. Plus diesen Klotz, der die Farbe überschreibt. Dort ist der Ausgang. Wir brauchen grün am Schluss. Dort brauchen wir rot. Müssen wir den hier so lassen? Vielleicht. Okay, wir brauchen zweimal rot. Denn dort kommt man rein. Aber nur mit der Weiß wieder raus. Grün muss am Schluss bestimmt sein. Immer diese Bilder. Anbei finden Sie Ihr medizinisches Antragsformular an die Indigo Healthcare Group. Wie bereits telefonisch besprochen, wird Ihr Antrag abgelehnt. Robin leidet an einer Krankheit, die Sie bisher nicht näher spezifizieren können. Dementsprechend fällt sie in eine Kategorie von Krankheiten, die nicht von Ihrem Versicherungstarif Family Care Max abgedeckt wird. Darüber hinaus wurde eine beträchtliche Anzahl an Untersuchungen durchgeführt, die von der Indigo als medizinisch unnötig angesehen werden und die einer vor Durchführung durch das Ärztehaus San Bernardo einzuholende Genehmigung bedürfen. Denied. Abgelehnt. Krankenhausabrechnung 16.581. Maddie, wir haben Robins Untersuchungsergebnisse ohne konkreten Befund abgeschlossen. Dennoch deuten die Resultate auf eine pathogene Variante hin, wodurch die Anfälligkeit oder Veranlagerung für bestimmte Krankheiten oder Störungen eines Individuums erhöht werden. Wir bitten Sie, Robin zwecks weiterer Untersuchungen in unsere Klinik zu bringen. Wir sind uns bewusst, wie belastend diese Situation für Sie sein muss. Aber wir können die Wichtigkeit dieser Untersuchungen nicht genug betonen. Okay, spitzt sich die Lage offensichtlich immer mehr zu. Wenn ich das mache, komme ich hier nicht mehr raus. Und das bringt ja auch absolut gar nichts. Hä? Alter. Ich bin doch gehirntot. Ich kann das doch gar nicht. Was bringt mir das? Also ich muss auf jeden Fall hier grün rüberbringen, aber das... Ich habe, glaube ich, schon einen Fehler gemacht. Kann das sein? Ich wieder alle Blöcke grün färbe, ist das alles am Arsch. Und das
war es, glaube ich, auch schon. Oh Mann, ey. Langsam wird es kritisch. Ich brauche ja auf jeden Fall Rot, um hier durchzukommen. Dieser Block hier. Okay. Okay. Ich glaube, ich sehe das Ganze. Der hier muss grün sein. Damit ich hier diesen roten Block rauskriege. Grün muss ich also auf jeden Fall einmal haben. Damit ich hier rauskomme. Warte. Ich muss kurz überlegen. Wir brauchen Rot, um dort durchzukommen. Dann haben wir Weiß. Dann können wir hier diesen Roten nehmen, um dort durchzukommen. Dann wechseln wir die Farbe auf Weiß. Dann brauchen wir auch wieder einen Roten. Also zum Beispiel den hier, um dort durchzukommen. Dann wechseln wir dann wieder die Farbe. Ja, auf Weiß. Dann brauchen wir wieder Rot. Aber diesen Roten hier löscht's. Müssen wir also den Grünen irgendwie loswerden. Ich hoffe, ich mache irgendwie alles richtig jetzt. So. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir eigentlich alle hier rot einfärben, außer diesen hier. Ne, diesen auch. Ne, wir brauchen ja einmal Rot, um anzufangen. Wir brauchen hier Grün, um durchzukommen. Den Roten muss ich hier noch rauskriegen irgendwie. Aber ich brauche Rot, um durchzukommen. Hä? Oh mein Gott, Leute. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich brauche ja Rot, um hier durchzukommen. Aber ich muss beide Rot rauskriegen. Oder kann ich den von irgendwo ansteuern? Rot, Weiß. Der hier muss rot sein. Ich brauche einmal rot, zweimal rot, dreimal rot. Plus viermal rot. Wie kriege ich den zweiten hier raus? Das geht doch gar nicht. Oder etwa doch, warte. Möglicherweise habe ich es gerade gecheckt. Ne, wenn ich das eben mache, komme ich ja nicht mehr raus. Oder? Ne. Doch. Warte. Nee? Nee, ah doch. Oh mein Gott, ich bin doof. Oder?
Ja, nice. Ich glaube, ich hab's gleich. Irgendwie. Auf eine verdammt gute Art und Weise. Yes. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Warte. Also, rot. Weiß. Rot. Wieder weiß umändern. Wieder rot. Weiß. Rot. Und grün. Ja, nice. Boah. Eieiei. Das wird langsam. Langsam. Wird's kritisch. Jetzt kommt die letzte Aufgabe 10. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe. Grün. Und was ist das dort? Ach du Scheiße. Nice, schon verkackt. Oh Mann. Nee, okay, wait. Okay, wait. Schleichen kann ich nicht. Ich kann bloß hüpfen. Ich brauche hier grün. Hä? Alter, fängt schon gut an. Wie soll denn das funktionieren? Sorry. Bin etwas müde. Vom ganzen Denken natürlich. Wie soll das gehen? Man braucht Weiß, um dort durchzukommen. Komm schon, irgendwas übersehe ich doch wieder. Ich habe hier nur diese zwei. Ja, ich übersehe es. Ja, nee, eben doch nicht. Ich habe ja Weiß am Anfang. So langsam macht mich das Spiel ja etwas fertig. Hier habe ich jetzt Rot zur Verfügung. Wo auch immer ich Rot brauchen werde. Wahrscheinlich muss man diese drei Blöcke, die sich dort bewegen, umfärben in diese drei Farben. Also Weiß habe ich eigentlich immer. Und dann muss man die richtig timen. Schätze ich mal. Hello. Mr. Matthews, this is... Yeah, I know who this is.
Madison, right? Guess it's your turn to shout at me now. I am so, so sorry about Alex. You must understand, we're under so much pressure and we're both just worried about our little boy. I don't know what else I can say. You've maxed out what your healthcare plan can cover. Please, there must be other options. We've taken every loan we can. Look, despite what you might think, I'm not the monster here. You have my sympathies, really, you do. I got kids too. What you're going through, I wouldn't wish on anyone. But I can't bend the rules. I'm sorry. I can't sign off on this. Hört sich nicht so gut an. Okay, mit Rot muss ich anfangen. Ach du Scheiße. Holy smokes. Okay, geschafft. Sie haben einen Termin in der Genklinik im Ärztezentrum San Bernardo. Okay, kennen wir schon. Ich hab's geschafft. Nice, zum Glück. 2.10 abgeschlossen. Dritte Etage, Zugriff gewährt. Alter Schwede. Cooper, dein Turn. Hier irgendwo, oder? Oder nicht? Ey, das Hotel ist so verwirrend aufgebaut. Dritte Etage. Wir kommen noch nicht. Okay. Schade. I am. You're doing really well. We're making good progress. Listen, I'll speak to you tomorrow. Na, dann gehen wir wohl wieder schlafen. In unser Zimmer. Wenn ich noch wüsste, wo das genau wäre. Was ich natürlich nicht tue. Hier, oder? Doch, hier. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von The Spectrum Retreat. Tschüss und gute Nacht.